Aber gut. Haben das auch geklärt. So, die 10 Sekunden noch und dann kann ich vielleicht mit den Leuten hier quatschen. Da wird er mir schon sagen, wo der Typ abhängt. Also ist hier nur ein anderer Wissenschaftler derzeit, auf den ich aufpassen muss. Der ist hier rechts drin. So, wie kann ich jetzt mit denen reden? Sorry. Macht er immer das, wenn ich meinen Action-Button drücke? Wie viele Dinger es vor diesen Grünen gibt, ne? Wie soll ich denn mit denen reden? Also wie... Ich wollte gerade fragen, oder muss ich in den Wissenschaftler reden? Aber nee. So, warte mal. Wir hatten noch den Weg hier auch, ne? Hä? Hey, da geht's schon wieder runter. 64 Frösche gibt's. Okay. Nice. Obwohl, warte mal. Hä? Stimmt, hier war ich noch gar nicht. Ich dachte, das wäre dann verbunden miteinander, aber das ist ja ein anderer Gang. Guck mal. Kann er ja eigentlich nur noch hier sein, oder? Ach, das ist der andere Knastbereich hier. Da stand ich doch eben vor der Tür. Oh, grüezi. Da war noch ein Lüftungsschacht, habe ich gesehen. Hier ist noch so ein komischer Frosch, ey. Wahnsinn. Oh, sorry. Der Lüftungsschacht ist aber blockiert. Oh. Das verdächtig, was ich gemacht habe. Warte, ich gehe mal hoch. Ich hoffe, beruhigt er sich wieder. Aber, ich sollte hier unten kurz hingehen, denke ich mal. Warum sind die nicht so empfindlich? Nur weil die mich da sehen. Na ja gut, der sieht auch übelst offensichtlich aus, wenn der so um die Ecke lugt. So ein bisschen. Bisschen strange. So. Da muss ich nicht rein, aber hier vielleicht? Guck mal, da ist nämlich noch eine Tür. Nein, 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 nein! Kommt der hinterher? Nein. Da sitzt auch noch einer. Okay, Junge, setz dich. Lese ich hier gerade durch. Psst, hab ich ja keiner gesehen. Hier bin ich auch richtig. Die weiße Tür, hör mal, das sieht doch gut aus. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away, you'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union. And the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society.
It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of metal gear, if you will. And this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal gear? But I won't be used so easily, no. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But the fool's in charge, Joe Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the philosopher's money laundering activities. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow, they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Groznygrad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there, too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Groznygrad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What?
Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? This key will open that door. Beyond that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Okay. Also den Weg wieder zurück. Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Cheers. Ey, wie das immer im Gesicht so rumläuft, ne? Der da am Trinken ist. So, was hast du geschrieben? Da, wo die einzelne Wache war, liegen Betäubungszigaretten. Okay. Gucken wir da noch mal schnell rein. Ui. Da weg. Wohl, warte mal, eigentlich, wenn die meine Spur verlieren. Ja klar, greif ihn halt nicht an. Junge, was macht der denn da? Der soll die Tür aufmachen. Wahnsinn. Ich glaube, ich komme nicht mehr raus lebend. So, mal schauen, was die nächste Etage sagt zu meinem Kostüm. Ne, okay, der mag mich auch nicht mehr. Okay, warte mal. Dann können wir das auch ablegen. Wir müssen ja eh nur noch weg hier. Black direkt. Ach, Face kann man so lassen. So, dann können wir mal die AK ausprobieren hier. Damn, Junge. Achso, und die soll mich mal kurz heilen. Deep Cut. Hä?
Wollte eigentlich auf der anderen Seite raus, aber gut. Hab ich jetzt leider nicht mehr gefunden, den Weg. Right there? Hab ich ihm tatsächlich das Funkgerät zerballert gerade? Kann das sein? Das wäre ja mal richtig cool, wenn das gehen würde. So, warte, jetzt nehmen wir wieder hier. Komm mal schon. Wie haben die mich jetzt gesehen? Die zwei noch. Kann man eigentlich... Oh, das machen wir noch. Ach so, ich kann sogar... Hä? Ah, okay, so geht das. Cure. Aber ich sterbe gleich. Oh fuck. Wie viel kommt? Hier kommen auch einfach unendlich viele, ne? Die ganze Zeit. Kann ich da durch? Ach Gott sei Dank. Okay. Wir sind mit Krawall hier raus. Ein Schleichmodus hier. Ich muss auch mal wieder meine Tarnung anpassen, glaube ich. Gibt dann am meisten plus 15. Bisschen Woodland ins Gesicht ballern. Okay. Grab das Gras. Oh, da kommt einer. Shit, shit. Oh, okay. What? Okay, cool. Der Hund hat noch gelebt. Ich dachte, den hätte ich weggemacht. Okay. Aber dafür ist der Alarm jetzt erstmal weg. Gut, dann essen wir schnell. Eine Milchschlange. Ist nicht tatsächlich so? Can't complain. I'm gonna puke. Okay. Gut, dann das Ding hier. Oh, der Schalldämpfer ist gleich hinüber. Aber ich glaube, ich habe sogar noch einen. Oh, ich habe noch immer die falsche Camouflage an. 70. Und 5. Alright. So. Der Hund will wieder das... Warte, kann ich hier auch raus? Wo ist der Hund? Da. Und dass auch da hinten das Loch im Zaun ist erst. Muss wieder essen, sonst heilt er sich nicht, oder? Na gut, ich habe nichts anderes. Rinn mit den Dingern. Oh, verdammt, das ist richtig gut. Dann soll ich nächstes Mal vielleicht irgendwas vom Boden essen. Hier lag doch noch eine Schlange irgendwo, oder? Ich glaube da vorne... Alter. Ich glaube, da vorne lag auch noch eine vorhin. Achso, warte mal. Jetzt probiere ich mal ganz kurz den hier. Geht. Okay, man muss nur nah ran. Da war das hier?
So, die schnibbeln wir auch noch weg. Okay, der Hund ist bestimmt wieder wach, aber der tut eigentlich, glaube ich, ja nichts. Ah ne, der pennt sogar noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Kann es sein, dass jetzt der Bossfight kommt? Aber das ist hundertprozentig das Gebiet, ich bin mir so sicher. Brazilian wandering spider. Soon a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not a fitting limit at all. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Come into my web. It is time for you to feel the fear. Jo, der war so strange, ey. Kann ich mich auch noch dran erinnern, aber nicht mehr genau, was er gemacht hat. So, ich probiere es auch wieder, wie du gesagt hast. Allerdings ohne Schalldämpfer diesmal. So. Und ich glaube, ich bin halt vergiftet. Muss ich schon auch irgendwas gegen machen, ne? You've been shot with a poison bolt. The poison is spreading throughout your body. Your life is going to keep decreasing unless you do something about it. Hurry and neutralize the poison. Go into the survival viewer and use cure to give yourself a serum injection. The serum will neutralize the poison, but don't forget to treat the bolt wound itself as well. To treat a bolt wound, you'll need your knife, a styptic, and a disinfectant. Use your knife to dig out the bolt, and then apply styptic and disinfectant to the wound. Follow those steps, and the wound should heal right up. Now start the treatment. Hurry! So. Poison. Life continues until the cure. Okay, Serum war hier. Sehr gut. Erledigt. Knife. Disinfect. Und was noch? Suffering from a crossbow bolt. Okay. Cuts? Ne, das hatte ich schon. Ah, das. Okay. Gut. So, der Typ ist ja irgendwie unsichtbar, das weiß ich noch. Okay, ich habe ihn gerade gesehen. Da oben ist er. Now I'm here. Alter, wie viel Leben ich schon verloren habe. Was habe ich noch gemacht? Das hier? Okay. Wie kann ich denn überhaupt... Kann ich hier irgendwie eigentlich direkt Leben generieren? Drei? Yeah.
Nein! Ja, da über mir ist es fies. Sind da Minen oder was am Boden? Sah gerade so aus, irgendwie. Warte mal, ich habe kein volles, keine volle Dingens. Kleiner Tipp, nimm das Infrase... Ah, okay. Sehr gut. Lebensmedizin. Was ist denn Lebensmedizin? Ah, bei Q oder was? Stimmt, da habe ich noch nie reingeguckt. Warte mal. Nein, habe ich aber gar nichts. Okay. Aber ja, dann werde ich das Dings nehmen. Obwohl, eigentlich sieht man den auch sehr gut, finde ich. Tatsächlich. Das macht es vielleicht leichter. Habe ich das überhaupt? Habe ich gar nicht. Oder waren das die? Hatten die irgendwie ein... Warte mal. Nee. Center Assassin. Was? Ganz oben. Was meinst du mit ganz oben? Ach, im Rucksack. Okay. Ach, da. Hä? Krass, die habe ich auch nie gesehen. Ja, cool. Dann nehmen wir die auch mal mit. Aber, Night Vision, Motion, Active Sonar, Mine Detector, bla, bla. Okay. Ich probiere es erstmal so. Ist das wieder, dass es automatisch benutzt wird? Ich hoffe mal. Oh shit, jetzt geht ab. Krass, das ist schon halb tot. Heftig, habe ich gar nicht gesehen. Oh, hier ist wieder eine Falle. Hängt er da? Der ist doch da hinterm Baum immer noch, ne? Am Rumjumpen hier. Ja, klar. Und ich renne da in das Ding rein, ey. Ach, Mann. Deep Car fliegen. Das finde ich immer irgendwie in so einem Bosskampf ein bisschen nervig. Da man dieses Heilmenü rein muss. So, wo ist er jetzt? Da. Eigentlich gar nicht, oder was? Goddammit. Das ist immer so strange, wenn du hier hinguckst, so. Dann geht er in die First-Person-Sicht. Manchmal ist das dann leicht anders. Sehen. Wieso hat der so viel... Was, regeneriert er sich nach einer Zeit? Ja, klar. Der hat doch eben schon mehr Leben verloren, oder? Also mehr von seiner Ausdauer. Wir können die Falle hier aktivieren. Der hat wieder voll! Was? Das ist ja nervig. Vielleicht töte ich noch einfach. Oh, dieses blöde Ding, ne? Kann er das nicht einfach wegmachen? So. Okay. Hä? Ach, da links sitzt er. Shit.
Das ist aber blöd, dass der... Wieso regeneriert er sich denn also komplett voll auch? Ah, was brauche ich denn noch? Bandage. Ich habe auch schon eine Lebensmedizin verbraucht, sehe ich gerade. Ja, hier ist auch noch so ein Moor wieder. Oh, dieses Geheile die ganze Zeit, ne? Wartet da raus. Nein, das wollte ich. Wo denn? Das ist auch noch so eine Scheißfalle. Komm, die löse ich jetzt mal aus, dass ich da nicht noch durchlaufe. Kannst du da hoch? Hä? Klar, ich treffe ihn nicht, oder was? Alter, das mit dem gehen auf den Sack. Dass er sich da komplett regeneriert die ganze Zeit. Da stehe ich ja gar nicht drauf. Okay, ich habe zweimal den... Weißt du was, ganz ehrlich, ich mach das nochmal. Weil ich habe schon zwei von diesen Lebensdingern verballert. Aber muss ich den... Dann schießt sich Essen vor dem Wein, damit regeneriert er sich. Ja, also dann mache ich das aber nicht so. Ist das nur bei der Ausdauer so in dem Fall, ne? Komm, scheiß doch drauf. Cure. So, jetzt müssen wir das Ding hier erstmal wieder machen. Das raus, Bandage. Was? Oh, ich nehme was falsch die ganze Zeit. Fuck. Da ist der Fall. So. Okay. Hey, Zitronenstein, grüße dich. Herzlich willkommen. So, jetzt wird geballert hier. Achso, warte. Die Lebensdings noch rein. In den Backpack. Ja. Hey. So, das. Das. Dann müsste ich ganz kurz gucken, irgendwo hinten war die Claymore, da muss ich aufpassen. Komm, noch ein. Okay. Nein, jetzt geht er da hoch. Guck mal, das ist immer ein bisschen... Fuck. Das ist ein bisschen komisch dann, weil er dann halt nicht hundertprozentig dahin guckt, wo ich hingucke, sondern wo er hinguckt. Das ist natürlich fies eigentlich. Schon wieder. Ich check's halt dann nicht so schnell. Ausschnibbeln. Zubinden. Ach, nur die drei. Weil das ist halt so fies, ne? Du guckst halt immer nach oben und dann siehst du halt auch nicht, was auf dem Boden ist. Das ist schon nicht dumm gemacht. So gefällt mir das aber besser. Fuck. Junge, komm, bleib hocken jetzt irgendwo. Jetzt habe ich ihn verloren. Wirft der gerade? Ich hab's gehört, aber ich hab's gesehen. So, warte mal, ich kann noch mal essen. Vielleicht heile ich mich dann automatisch.
So ein bisschen, zumindest über Zeit. Nehmen wir mal eine Pistole, damit kann man es erzielen. Ja. Ach, ich finde das eigentlich okay gerade. Da hinten. Kann ich ihn davon abhalten, das zu nehmen? Wo ist er? Ja, das Ding ist auf jeden Fall ein bisschen im Arsch jetzt. Oh, okay. Jetzt sowieso fertig. Ich habe immer das Gefühl, dass er erst über mich wirft, dann ziele ich und dann trifft er irgendwann. Das ist eigentlich, wenn ich nichts mehr habe, ey. An Heilung. Hä? Habe ich nicht getroffen? Dammit. Dammit. Ja, klar. Okay. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Aber das Gleiche, ne? Kannst du auch mal einen Schnelldings-Button für geben? Nein! Keine Muni? Okay. Ich habe aber noch die andere Waffe im Rucksack. Können wir. Genau, die. Und die weg. So. Wo ist er denn? Ach, da. Easy. Du kannst es auch sagen. Achso, das Essen. Ah, ja. The fear! The fear! I see it! The fear! Fear! Die sich alle selber umbringen, ey. Geiler, da mit dieser Zunge abschlabbert, ey. So, hat er was gedroppt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe ihn ja jetzt getötet statt betäubt. Schießen uns mal einen Hasen gerade.